Naja, es stand schon mal besser um uns. Maulwurfsratte. Das können wir ja essen. Ganz ehrlich, Leute, wir sind ja Überlebenskünstler. Und da isst man, was man findet. Okay, Gegenstände. Hilfe. Essen, essen. Das wollte ich nicht essen. Okay, wie dem auch sei. Eieieiei, wir gehen mal weiter. Da konnten wir nicht weiter. Also keine Ahnung, ob wir den Schlüssel hier noch benutzen können. Das würde mich natürlich erfreuen. Erquicken. Aber. Ah! Genau, da steht's doch. Rock Salt Schlüssel. Schlüsselring. Wieso steht hier Ted Stroyers Spezialschlüssel? Wir haben von ihm wirklich nur einen bekommen. Oder ist der. Nee, der andere ist auch hier. Wieso haben wir zwei von Ted Stroy? Das verstehe ich nicht. Dann war es eventuell doch kein Fehler. Aber. Dann blick ich das nicht wirklich. Was haben wir denn hier? Nicht sehr viel anscheinend. Spind. Sechs Kronkorken. Wow. Kronkorken, Kamera, Power Fist. Können wir die nochmal weiterverarbeiten? Gegenstände, Waffen, Power Fist. Ja, das sollte klappen. Okay. Splittergranaten. Achso, ja, wir haben die Tür aufgeschlossen. Whisky, zerbeulte Blechdose. Also ganz ehrlich, das hat sich ja mal überhaupt nicht gelohnt. Okay, wir haben hier einen Erste-Hilfe-Kasten. Immerhin, Stimpak, Blutpaket, Red Eggs, das Blutpaket können wir so gleich einnehmen. Ja, aber ansonsten, also ganz ehrlich, Altmetall würde ich prinzipiell gerne mitnehmen, aber wir sind mehr als voll. Also wir sind genau voll, eigentlich. Ja, gut, dann schreiten wir mal weiter. Ja, die haben wir schon ausgenommen. Und hier konnten wir nicht mehr wirklich viel machen. Ja, schön und gut, dass wir diesen Raum hier gefunden haben. Aber ganz ehrlich, das hat sich nicht wirklich im geringsten gelohnt. Terminal. Na, dann gucken wir mal. Healing. Cutting. Wow. Schöne Worte. Heilen, schneiden. So. Banning. Causing. Walking. I'm walking on sunshine. Okay. Nein, ich werde jetzt nicht anfangen zu singen. Veggies. Crazies. Ich muss doch hier irgendwie auf das Passwort kommen. Also, ich glaube, das bringt mir sowieso nichts. Ja. Irgendwann mal werde ich durch Zufall das Richtige anklicken. Das könnt ihr jetzt schon mal wissen. Ich könnte natürlich herausfinden, welches Passwort es ist, aber ganz ehrlich, wir klicken einfach mal hier auf die komischen Buchstaben. Ceiling, Ending. Na, ich glaube, wir sind noch nicht ganz am Ending angelangt. Noch etwas wartet hier auf uns. Also, hier in Fallout 3. Da haben wir noch einiges vor uns. Ja, das hier, das für Raiding, Running. Ich bin mir nicht mal sicher, was wir mit diesem Terminal anfangen können. Ich weiß nur, dass wir es knacken können. Tja. Ah, schön. Ja, schließen wir mal die Tür. Bla bla bla. Fearing. Ja, verschlossen leicht. So viel dazu. Ability, thirsty. Ach komm, ich gehe jetzt. Tut mir leid, aber das ist mir hier zu nervig. Okay, wir gehen hier lang. Wir haben den Schlüssel verwendet. Ich weiß immer noch nicht, warum wir zwei Schlüssel von Ted Stroyer haben. Moment. Okay. Dann nochmal hier entlang. Ich glaube, dann können wir schon wieder gehen. Also glaube ich.
Ich bin mir nicht sicher, ob hier noch etwas auf uns wartet. Tja, Kollege. So viel dazu. Genau. Hier waren wir ja vor nicht allzu langer Zeit. In einem unbekannten Land. Hier oben war nichts mehr, oder? Ich glaube ja nicht. Ach so. Mensch. Was man hier nicht alles findet. Okay, nein, nicht wirklich. Okay. Ich glaube, wir können in das Weite ziehen. Und endlich Dukovs, hieß der so, Wohnung aufsuchen. Es wird auch mal langsam Zeit. Genau, einfach hier entlang. Das war wirklich relativ weitläufig hier, muss man sagen. Wir sind ja durch Zufall auf die Örtlichkeit gestoßen. Na, nicht hier lang, sondern hier entlang. Hier ist noch eine Tür. Ah ja. Und wir verlassen den Untergrund oder was auch immer wir hier gefunden haben und suchen weiter die Wohnung. Auf los geht's, los. Ja, die kennen wir ja schon. Dankeschön. Okay, wir sind wieder im Ödland angekommen. Und zwar, die Wohnung befindet sich in dieser Richtung hier. Na also. Dukovs Wohnung. Das ging schnell. Keep your weapons holstered or get shot. Na, wir sehen mal. Okay, ein Brunnen. Ich weiß nicht, wo exakt seine Wohnung ist, aber anscheinend irgendwo hier. Ja, danke. Mad X hat nachgelassen. Ist das genau dieses Gebäude hier? Anscheinend. Ja, dann müssen wir nur noch Dukov finden. Nehme ich mal an. Hier haben wir niemanden soweit. Ja, sieht gut aus. Sieht gut aus. Aber er warnt uns schon mal. Ich glaube, das könnte interessant werden. Dukovs Wohnung. Aha. Wo sind wir denn hier gelandet? Also, ernsthaft jetzt. Mit wem zum Teufel habe ich's zu tun? Gute Frage. Egal, Sie brauchen einen Drink. Jerry, ich bin am Verdursten hier. Ich mag den Akzent. Wer ist das Mädel da? Warum hat sie nichts an? Was sind denn das für Fragen, bitte? Hey, kann ich was von dem Fusel haben? So, what exactly? Achso, ja, was ist das hier für ein Ort? Was? Achso, was tust du so weit außerhalb hier? Jemand sagte, sie kennen einen Mr. Crowley. Was sagen sie dazu? Ich gehe besser, bevor ich Kopfschmerzen bekomme. Komm, wir fragen einfach mal. Wer ist das Mädel da? Warum hat sie nichts an? Also, die hat noch was an, übrigens. Jerry ist mein Spielbübchen. Ich liebe mein Cherry-Törtchen die ganze Nacht lang. Ich mag es, wenn sie halt nackt rumläuft. Mir wäre es ja am liebsten, wenn sie splitternackt wäre. Aber sie sagt, dass sie dann friert. Ich verstehe. Ich habe dich nicht nach deiner Lebensgeschichte gefragt, Kollege. So, kann ich was von dem Fusel haben? Hey. So, sind diese Frauen also Huren? Hey, passen Sie auf, was Sie sagen, Sie Clown. Ich zahle Ihnen nichts. Sie kümmern sich um mich und darum kümmere ich mich um Sie. Wir kümmern uns die ganze Nacht lang umeinander. Da stand in den englischen Untertiteln aber etwas anderes. Das wurde noch freundlich übersetzt im Deutschen. Okay. Ja, kann ich das von dem Fusel haben? Bitte sehr. Nehmen Sie sich einen aus dem Schnapsschrank. Leuten ohne Drink in der Hand vertraue ich prinzipiell nicht. Natürlich vertraue ich auch niemandem mit einem in der Hand. Verständlich. Okay, was ist dies für ein Ort? Ups, Moment, hier. Das ist mein Versteck. Hier kann mir keiner was. Ich habe meine Weiber und meinen Alk. Was zum Teufel sollte ich sonst noch wollen? Ja, ich meine, da habe ich nichts entgegenzusetzen. Ja, schön. Okay, was tun sie hier außerhalb?
fressen, saufen, furzen und bumsen. Hier draußen gibt mir niemand auf den Sack. Ich kann tun, was ich will und mit wem ich will. Ein lustiger Geselle, muss man sagen. Jemand sagte, sie kennen einen Mr. Crowley. Was sagen Sie dazu? Gute Frage. Wollen wir noch einen Drink haben? Klar. Habe ich das nicht schon gesagt? Ja. Okay, ich gehe besser. Mr. Crowley. Er sieht sich das Gras von unten an. Das kann ich Ihnen sagen. Ha! Ein paar wilde Ghule haben ihm die Eier abgerissen und zum Frühstück gegessen. Leckerschmecker. Wo ist er gestorben? Crowley lebt. Ich soll sie töten, weil sie Ghule hassen. Sie bekommen eine Kugel genau zwischen ihre Augen. Okay, wir müssen hier mit etwas Fingerspitzengefühl drangehen, denn wir können ihn definitiv wieder überzeugen, uns den Schlüssel zu geben, ohne dass wir ihn töten müssen. Also, das hier ist Dukov. Hier steht's auch nochmal. Und anscheinend ist er Russe. Oder, naja, aus dem Osten eben. Gut, wo ist er gestorben? Er starb in einem Drecksloch namens Fort Konstantin. Da steckten wir alle bis zum Hals in der Scheiße. Wo ist dieses Fort Konstantin? Dann waren da also nur Sie und Mr. Crowley. Crowley ist am Leben. Ich soll Sie umbringen und ihm den Beweis dafür bringen. Wo ist dieses Fort Konstantin? Ha! Es liegt nordwestlich von dir, Weichbirne. Ist da kommt aber nicht jeder dahergelaufene Idiot hinein. Dazu braucht man eine Reihe von Spezialschlüsseln. Tut mir leid, ich kann keinen guten russischen Akzent machen. Okay, Kartenmarkierung hinzugefügt. Wie haben Sie sich alle kennengelernt? Okay, wir haben jetzt diese Markierung erhalten. Sehr interessant. Ten Penny heuerte uns als Söldner an. Er wollte irgendeine besondere Waffe. Keine Ahnung, warum Crowley damit dabei war. Ten Penny schiebt einen wahnsinnigen Hass auf die Ghule. Und Mr. Crowley, das ist übrigens der Ghoul, der uns den Auftrag gegeben hat, der will ja die Schlüssel haben, um an diese Waffe zu kommen. Ich weiß nur so viel, dass wir die Schlüssel selber benutzen können und am besten eben nicht an Mr. Crowley weitergeben. Dann waren da also nur Sie und Mr. Crowley. Nein, Clownfresse! Ten Penny heuerte eine ganze verdammte Armee an! Strayer, Crowley, Tara, Dave und ich waren dabei. Tara hatte Holz vor der Hütte, sag ich Ihnen. Ehrlich! Ich verstehe. Vor Konstantin hat sie Härte gegeben, als ich es ihr tun hätte können. Wir anderen gingen danach unsere getrennten Wege. Ja, Crowley ist am Leben. Ich soll sie umbringen und ihm den Beweis dafür bringen. So, so, der Fleischhaufen lebt also noch, was? Und ich weiß genau, was er will. Aber was wollen Sie? Was haben Sie mit der ganzen Geschichte zu tun, Clownfresse? Hören Sie bitte auf, mich Clownfresse zu nennen. Hier sind 200 Kronkorken. Geben Sie mir denn einen Beweis für Ihren Tod. Ich habe Kronkorken. Wie wäre es, wenn ich einen Beweis für Ihren Tod kaufe? Geben Sie mir etwas als Beweis, dass ich Sie getötet habe, sonst... Ja... Ich weiß eben nicht, ob wir ihn einschüchtern können. Ach, das ist immer so schwierig. In Dialogen kann ich nicht speichern, oder? Ja. Okay. Wofür ist der Schlüssel? Man braucht alle Schlüssel, um durch das verdammte Fort Konstantin zu kommen. Da ich nur einen Schlüssel habe, ist es sinnlos, dass ich dorthin zurückkehre. Wenn Sie den Schlüssel haben wollen, Clownfresse, will ich Ihre Kronkorken auf dem Tisch sehen. Charmant wie immer, der Kollege. Okay, hier sind 200 Kronkorken, geben Sie mir einen Beweis für Ihren Tod. Das sieht schon viel besser aus. Sie haben nicht die geringste Ahnung, was hier abgeht, oder, Clownfresse? Ha! Sie haben sich gerade einen verdammten Schlüssel gekauft. Ich weiß. Nehmen Sie ihn schon und verschwinden Sie. Also ganz ehrlich, er kann eigentlich froh sein, dass wir ihm nicht seine Rübe von den Schultern geschossen haben. Sehen Sie zu, dass Sie die Tür nicht am Arsch erwischt, Clownfresse. Ich könnte den jetzt so einfach abknallen. Oh, na? Sind wir heute aber hübsch. Dankeschön. Hallo, Hübscher. Ich bin Cherry. Kann ich was für dich tun? Mir fällt überhaupt nichts ein.
Bezahlt er sie für das? Warum haben sie nichts an? Dukov hat es am liebsten heiß. Mehr Klamotten sind nicht nötig. Also, mir wird immer warm, wenn ich Klamotten anhab. So. Was ist das hier für ein Ort? Das ist, nun ja, Dukovs Wohnung. Er lebt hier. Er macht nicht viel anderes als trinken und feiern. Ja, Mensch, manche Leute. Wie ist es mit Dukov? Er ist ein lüsterner alter Sack. Der einzige Grund, warum ich mir ihn und seine Bedürfnisse überhaupt antue, ist, dass ich hier sicher bin. Er neigt dazu, zuerst zu schießen und dann zu fragen. Zieh ja keine Waffe in seiner Nähe, sonst knallt er dich sofort ab. Und er ist echt gut. Okay. Gib es zu, du bist einfach eine Hure. Freundlich. Wir sind selber auch sehr charmant. Danke für die Warnung. Ja. Keine Ursache. Tschüss. Was auch immer. Ja, was auch immer. Wie sieht's hier aus? Hallo, Kumpel. Phantasia. Was kann ich für dich tun? Ich habe keine Ahnung. Wer sind Sie und wieso sind Sie in diesem Aufzug? Duki will nicht, dass ich viel anziehe. Er sagt, das hält doch nur auf. Ja. Ja, richtig. So, wie ist der Typ? Er ist okay. Er kann sogar richtig lustig sein. Und er weiß, wie man ein Mädchen fertig macht. Vor allem bin ich hier sicher. Wenn ich du wäre, würde ich keine Waffe ziehen. Nicht mal, um sie ihm zu zeigen. Da flippt er sofort aus. Und lass dir nicht einfallen, mit ihm um die Wette zu schießen. Er ist echt gut. Ja, okay. Es ist dein Leben und deine Entscheidung. Das stimmt wohl. Verdammt richtig. Bis später. Ja. Na, Kollege, er hat hier auch eine Waffe. Wir sehen uns mal um. Jukebox. Hallo an alle, hier ist Three Dog, euer netter Disc-Jockey aus der Nachbarschaft. Was eine Disc ist? Keine Ahnung. Aber ich rede trotzdem weiter. Was reimt sich auf Fichten und kann gute Laune vernichten? Richtig, jetzt kommen die Flechten. Reimt sich mitnichten. Wie wär's mit Nachrichten? Und jetzt das Neueste von unseren Lieblingshelden aus dem Block. Yay. Haltet euch fest, jetzt wird's spannend. Ich habe euch doch von James erzählt, dem Burschen aus der Vault. Und ihr wisst auch, dass noch jemand aus dem Vault. Hey, Clownfresse! Ich hoffe, der Schlüssel war's wert. Ratet mal, wer dem alten Three Dog in seinem Luxusstudio im wunderschönen Washington einen Besuch abstattete. Genau. Ach so, ich glaube, das kennen wir. Ja, das kennen wir schon. Aber es kommt noch besser. Die legen sich jetzt einfach hier hin, okay. Was ein Luxus. Okay, Moment. Ich kann hier kein Wasser trinken. Na, großartig. Das lassen wir mal lieber. Ich glaube, wir können die Wohnung verlassen. Ich gehe mal lieber. Man muss ihm lassen, er ist sehr kreativ. Ja, er hat sie verlassen, um die Welt zu verbessern. Coca-Cola lohnt sich hier auch nicht zu stehlen. Ach, hier ist die andere. Naja, ich meine, was soll man dazu sagen? Was darf's denn sein? Ja, tschüss. Ja, tschüss. Wir gehen mal. Sie haben doch Ihren gottverdammten Schlüssel. Reicht das nicht? Ich weiß es nicht. Sie müssen mehr trinken. Richtig. Gegen den Kater immer mehr trinken. Okay. Ich würde sagen, wir gehen. Ganz ehrlich, wir könnten jetzt auch noch abknallen, aber... Naja, je weniger Opfer, desto besser. Dann sollen die drei hier eben in Frieden leben, mehr oder weniger. Dukovs Wohnung. Das heißt, uns fehlt noch hier
der Schlüssel von Dave und der Schlüssel von, ja, wem auch immer hier eben ist. So, Aufgaben. Genau, wir haben Dukovs Schlüssel, Ted Stroyers Schlüssel, Dave fehlt noch und Alistair Tenpenny. Und bei Tenpenny habe ich eben die Hoffnung, dass wir den wahrscheinlich hier finden. Hier scheint auch irgendeine Art Gebäude zu sein. So weit im Westen waren wir aber noch nie. In Andale waren wir schon. Und wo ist diese Örtlichkeit, die uns Dukov gezeigt hat? Zu dem müssen wir eben hin, wenn wir alle Schlüssel haben. Fort Konstantin hier. Okay, Republik Dave. Boah, das wird ein langer Weg. Ich glaube, Dave ist noch weiter weg als der Ort hier. Okay, ich würde sagen, wir reisen mal hierhin. Denn ich würde gerne noch die restlichen Schlüssel holen. Ob ich die nun alle in dieser Aufnahme hole, da bin ich noch unentschlossen. Ah, wir sind wieder hier. Komme ich von hier aus überhaupt weiter? Ich will ja in diese Richtung hier. Genau, und hier sind wir wieder beim Galaxy News Radio Gebäude. Big Town. Wahrscheinlich könnte ich auch von Big Town dahin reisen. Ich weiß nicht, macht das wirklich so einen großen Unterschied? Ich weiß eben nicht, ob ich von dieser Örtlichkeit direkt zur Republik Dave komme. Polizeihauptquartier von Germantown. Ach, von hier aus? Das wäre schon wesentlich näher. Wird nur sehr verblasst angezeigt, weil wir dort wahrscheinlich schon alles erledigt haben. Glaube ich. Sicher bin ich da auch nicht. Na schön, dann gucken wir mal. Was haben wir denn zu verlieren? Außer sehr viel Zeit. Und unser Leben. Natürlich, nicht ausgenommen. Okay, Germantown, wer sich noch erinnert, hier. Warum sind denn hier wieder Mutanten? Nachladen. So viel dazu. Aua. Ich weiß nicht, wie viele Supermutanten hier wieder auf uns lauern. Wow. Ja. Ach schön, ein paar Kopftreffer. Und tschüss. Eieieiei. Okay. Sehr interessant. Wir sind doch noch auf ein paar Mutanten getroffen. Und haben mal wieder nicht sehr viel Leben. Status. Okay. Schon besser. Jetzt frage ich mich natürlich, von hier aus müsste ich ja eigentlich genau in diese Richtung hier reisen können. Wird mir sogar schon der Weg angezeigt. So, kann ich auch nochmal einen Punkt hin verschieben. Obwohl wir den ja sowieso schon auf der Karte haben. Und zwar Richtung... Oh, da hinten ist auch noch einer. Ja. Ich gehe mal hier entlang. Hier können wir etwas die Aussicht genießen. Ich muss Richtung Nordosten. Diese Richtung hier, genau. Dann gucken wir mal, ob wir von hier aus direkt zur Republik Dave reisen können. Ja. Aua. Ungünstig. Moment. Jetzt. Direkt nachladen. Großartig. Au, au, au. Beweg dich. Da ist noch einer. Ja, von hinten. Na, großartig. Den hätten wir.
Durchsuchen, hallo, durchsuchen. Ach nee. Ich bin ehrlich gesagt zu... Ach, das sind so viele. Das sind so viele. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich nur noch einer war oder mehrere. Ach, lasst mich doch in Ruhe. Naja, ich wäre auch wütend, wenn meine Kollegen umgebracht werden würden. Was ist denn hier? Ja, hallo? Ach so. Robohirn. Ich will nur noch weg. Halleluja. Da ist er immer noch. Waren wir in dieser Örtlichkeit schon? Ich würde mich ja an diese Werbefigur wahrscheinlich erinnern. Ich sehe schon doppelt. Das kommt nicht vom Alkohol. Ausnahmsweise mal. Dieses Mal wahrscheinlich primär von den ganzen Wunden, die ich davon gezogen habe. Ja, wir sind angeschlagen. Wobei hier wahrscheinlich auch wieder Raider warten werden. Ich glaube, jetzt hat er auch die Örtlichkeit hier nachgeladen. Sehr interessant. Ich glaube, hier waren wir noch nicht. Und ob wir von hier aus dann Richtung Republic Dave kommen, müssen wir sehen. Ich hoffe mal, dass uns nichts weiter im Wege steht. Mal wieder sehr imposant. Ja, ich sehe doppelt. Ich bin angeschlagen, das ist mir schon dezent aufgefallen. Ach, Herr Jemine. Das kommt davon, wenn man übermütig wird. Okay. Einmal hier entlang. Kommen wir da auch irgendwie rein? Vielleicht? Wahrscheinlich nur von einer Seite aus. Mal sehen. Eieiei. Okay. Der Mutant wird uns wohl nicht mehr verfolgen. Alles abgesperrt. Tja, abgeriegelt. Gegen Leute, die eindringen wollen. Das sieht doch schon mal besser aus. Da ist irgendetwas explodiert und wir müssen in die Richtung hier. Ne, hier können wir auch nicht rein. Also irgendwie werden wir das ja wohl betreten können. Hoffentlich. Gucken wir mal. Ich hätte auch mal gerne ein Bett wieder oder Stimpaks oder ähnliches. Das würde mein Herz erquicken. Mal sehen. Ja, ja, ja. Ich gehe nochmal hier entlang. Was haben wir denn hier wieder gefunden? Wenn ich das irgendwie betreten kann, wäre das natürlich umso besser. Abgeriegelt, abgeriegelt. Ach, das ist Paradise Fall. Ja, die ganzen Leute aus Big Town kamen von hier. Paradise Falls, ja. Aber wo sind die Menschen? Wahrscheinlich da entlang, Moment. Hilfe, ich brauche Hilfe. Ich habe nichts mehr dabei, oder? Natürlich nicht. Ach, ich bin am Kopf verkrüppelt. Ach so. Ja, das erklärt einiges. Bin ich ja sowieso immer. Mit diesen Vögeln hier. Wirkt alles sehr verlassen. Dann gehen wir mal Richtung... Ja, es ruckelt wieder. In die Richtung hier. Stopp! In Paradise Falls hat keiner was zu suchen, es sei denn, er treibt Sklavenhandel. Und ich entscheide, was Sklavenhandel ist und was nicht. Das war doch hier Paradise Fall. Von hier kamen doch die ganzen Kinder, die dann, also die ab, wenn sie 16 sind, müssen die dann den Ort hier verlassen. Ich glaube, das war Paradise Fall, wenn ich mich nicht irre. Paradise Falls, was ist das? Wollen Sie mich verarschen? Sie haben noch nie von Paradise Falls gehört? Kommen Sie direkt aus der Vault oder was? Da wohnen die Sklavenhändler. Wir verkaufen dort die Sklaven, die wir im Ödland aufgabeln. Und? Interesse am Kauf oder Verkauf? Wenn nicht, dann ciao.
Sklaven? Also Menschen? Das ist entsetzlich. Sklaven was? Naja, jeder muss seinen Lebensunterhalt verdienen. Ja, ich weiß nicht. Ach ja? Nun, wenn es Ihnen nicht passt, können Sie ja weitermarschieren. So einfach ist das. Haben Sie sonst noch was zu sagen? Oder sind Sie nur gekommen, um Ihre Weisheiten loszuwerden? Ja, was auch immer. Reden wir über was anderes. Ich bin weg, ihr seid ja alle krank. Meine Knarre wird die Predigt übernehmen. Ja, reden wir über etwas anderes. Was haben wir denn zu besprechen? Hören Sie auf, meine Zeit zu verschwenden, oder ich werfe Sie in die Zellen zum anderen Pack. Wow, hier kommt vielleicht alle paar Monate mal irgendjemand vorbei und der hat nicht mal Zeit für ein Schwätzchen. Ich habe keine Zeit für Schwätzchen mit dem Helferlein, lassen Sie mich durch. Schon mal was von der Familie gehört? Ah, warum kann ich da nicht hinauf? Ich mache keinen Ärger, ich möchte mich nur umsehen. Ja, das soll doch eine Bande oder sowas ähnliches sein. Na, was soll's. Die würden sich nie trauen, nach Paradise Falls zu kommen. Na schön. Ich mache keinen Ärger, ich möchte mich nur umsehen. Sie wollen sich nur mal umschauen? Wo zum Teufel glauben Sie eigentlich, wo Sie sind? Verschwenden Sie nicht meine Zeit, Seehornochse. Jeder hat einen Preis. Was ist Ihre? Was zum Teufel ist Ihr Problem? Lassen Sie mich rein. Brauchen Sie irgendwas? Ich helfe Ihnen, wenn Sie mich reinlassen. Sprache. Vielleicht lässt sich was machen, aber billig wird's nicht sein. Wenn ich für Sie bürge und Sie vermasseln's, muss ich dran glauben. Ich denke, 500 Kronkorken sollten genügen. Einverstanden? Klar, 500 Kronkorken. Ja, so viel zahle ich nicht. Gut, dachte ich mir sowieso schon. Und? Sind Sie mir jetzt genug auf die Nerven gegangen? Verpissen Sie sich. Ich würde dem so gerne eine Kugel durch den Kopf jagen. Oh. Suchen Sie Ärger, Sie brauchen es nur zu sagen. Wie wär's, wenn ich ein paar Sklaven besorge? Würden Sie mich dann reinlassen? Wer ist... Machen Sie Witze? Sie platzen in das Geschäft eines Mannes und wissen nicht, mit wem Sie es zu tun haben? Nö. Er ist der Mann, der Paradise Falls leitet. Er ist der Boss hier. Jemand, mit dem man sich's besser nicht verscherzen sollte. Aber Eulogy verschwendet seine Zeit nicht mit Idioten. Also verpissen Sie sich, bevor ich Sie platt mache. Wir werden sehen, wer hier wen platt macht. Der provoziert mich echt, Leute. Wenn ich ein paar Sklaven besorge, würden Sie mich dann reinlassen? Glauben Sie, dass Sie das Zeug dazu haben? Ja, Sie können eventuell was für mich tun. Wenn Sie gut sind, kriege ich Sie vielleicht nach Paradise rein. Können Sie gewisse Handelsgüter besorgen? Also, ich werde definitiv kein Sklavenhändler werden. Aber wenn wir hier... Naja... irgendwie in die Station kommen, wäre das ja schon einiges wert. Hier infiltrieren quasi. Wollen Sie eine verdammte Inhaltsangabe? Sagen Sie, was ich tun soll, Vollidiot. So schwer kann es doch nicht sein. Sie sind schließlich ein Sklavenhändler. Ich kann auch Kriminelle oder so versklaven. Nicht unbedingt Unschuldige, oder? Ich werde nicht die Drecksarbeit erledigen. Sie glauben doch nicht wirklich, dass da draußen im Ödland irgendjemand unschuldig ist. Doch. Oder? Doch, glaube ich. Wenn dieses Geschäft zu hart ist, sollten Sie gar nicht erst einsteigen. Kann ich davon ausgehen, dass Sie noch Interesse haben? Eulogy hat einen Spezialvertrag über ein paar VIPs. Ich habe zu viel zu tun, sonst würde ich selbst gehen. Also bringen Sie sie mir. Einverstanden? Vielleicht, Kollege. Es ist vielleicht ein harter Job, aber es ist moralisch genauso zweifelhaft, Menschen zu versklaven. Ich werde ein paar Sklaven auftreiben, aber wozu das Ganze? Ich hole die Sklaven. Gut, dass Sie fragen. Ich habe hier dieses Messmethoden-Ding. Ist eine Art Elektroschocker. Können Sie den für mich mal testen? Ist ein Forschungsprojekt. Sie nehmen diese Messer, feuern damit auf irgendeinen Idioten und ziehen ihm dann, während er vor sich hindämmert, eins von diesen Halsbändern über. Ja, Vorsicht mit dem Halsband, es explodiert, wenn man daran herumfummelt. Der Sklave soll es sofort rüberschieben, sonst sprengt's ihm den Kopf ab. Alles kapiert? Ich wiederhole mich ungern. Bei diesem Messmethon war so ein Handbuch dabei. Ich habe keine Zeit für den Mist. Ich will mal hoffen, dass Sie lesen können. Das ist moralisch zweifelhaft. Alles rein geschäftlich. Erzählen Sie mir mehr über dieses Messmetron. Großartig. Ich plaudere liebend gern noch weiter mit Ihnen. Was zum Teufel wollen Sie denn wissen? Wir müssen auch jemanden im Tenpenny Tower versklaven. Fleck aus River City. Ich muss etwas Munition für das Messmetron kaufen. Sie haben schon alles verbraucht, was ich Ihnen gegeben habe? Ach so. Meine Herren.
Egal. Ich verkaufe Ihnen 10 weitere für 200 Kronkorken. Ja oder nein? Ja, wir brauchen ja keine. Können Sie jetzt aufhören, meine Zeit zu verschwenden? Nö. Wie funktioniert das, Miss Metron? Woher soll ich das verdammt nochmal wissen? Hab's in der alten Militärbasis gefunden. Das ist eine Knarre, richtig? Also einfach zielen und abdrücken. Haben Sie schon mal ins Handbuch geschaut? Sie verschwenden gerne meine Zeit, stimmt's? Ich würde den so gerne umlegen, wirklich. Also alleine schon, weil er ein Sklavenhändler ist. Das ist berechtigt, Leute, den umzulegen. Einfach so. Junge. Wo haben Sie die Waffe gefunden? Ich hab's aus einer Kiste in irgendeiner alten Militärbasis. Ich wollte das Ding schon immer mal ausprobieren, habe aber bisher nie die Zeit dazu gehabt. Übrigens, wenn ich mir das Handbuch so anschaue, scheint das Ding ein bisschen instabil zu sein. Danke, dass Sie es für mich getestet haben. Na schön. Das ist fürs Erste genug über das Miss Metron. Falls Sie weitere Fragen haben, lesen Sie das Handbuch. Falls Sie nicht lesen können, suchen Sie sich ein paar Raiders. Hab keine Zeit für Idioten. Erzählen Sie mir von diesen bevorzugten Zielpersonen, die ich unterjochen soll. Wollen Sie nur diese VIPs oder auch andere Sklaven? Bringen Sie mir einen dieser VIPs, dann bringe ich Sie nach Paradise Falls. Seit ich für Eulogy ständig den Aufpasser spielen muss, habe ich allerdings kaum noch Zeit, Kopfgeld einzusacken. Wenn Sie irgendwelche Sklaven auftreiben, werde ich die Vergütung gerne mit Ihnen teilen. Aber machen Sie keine Dummheiten. Ich bin es, der die Sklavenhalsband-Funksignale überwacht und neue Ankömmlinge registriert. Okay, ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, was es genau hier auf sich hat. Vier von Ihnen will Eulogy unbedingt haben. Arkansas, Susan Lancaster, Red und Flag. Über wen wollen Sie denn was wissen? Ach du Heilige. Ja, Arkansas. Arkansas ist der Dreckspatz, der sich in dem Minenfeld verkochen hat. Hat eine ganze Paradise Falls Crew getötet. Eulogy will sich an ihm rächen. Gehen Sie nach Osten. Vorsicht in Germantown. Die verdammten Mutanten haben dort das Polizeikommissariat an sich gerissen. Gut, also Arkansas ist anscheinend ein guter Kerl, weil er hat hier sehr viele getötet. Susan Lancaster. Susan Lancaster lebt im Tenpenny Tower. Sie war eine von uns. Sagen wir einfach mal, sie hat noch nicht die Ablöse bezahlt. Ich würde mich gerne mit den anderen zusammentun, wenn ich ehrlich bin, Red. Red ist diese heiße Doktor-Mieze aus Big Town. Sie hat uns ein paar Versprechen gemacht, die sie nicht gehalten hat. Zeit, sie daran zu erinnern. Flag? Flag war mal einer von uns. Denkt, er kann in River City ein neues Leben anfangen. Er hat uns nicht nur einmal verraten. Es ist Zeit, Rache zu nehmen. Na schön. Großartig. War nicht meine Idee, den ganzen Tag über diese Sauigel zu reden. Ich würde gerne mehr über das Sklavenhalsband erfahren. Meine Herren, halten Sie eigentlich irgendwann auch mal die Klappe? Was wollen Sie denn wissen? Ja, wie funktioniert das Halsband? Das Band sendet ein Funksignal nach Paradise Fall. Wenn ein Sklave in die falsche Richtung läuft, wird ein Knopf gedrückt und der Kopf macht Kaboom. Wurde ein Halsband einmal übergezogen, kann es unterwegs nicht mehr abgenommen werden. Wenn man dran rumfummelt, explodiert es. Also, Finger weg. Das ist echt perfide. Wie mache ich das an einem Sklaven fest? Hören Sie, ich habe Ihnen doch dieses Messmetron-Ding gegeben. Damit sollte es eigentlich kinderleicht sein. Verdammt, wenn Sie ihn mit diesem Ding eins überziehen, wette ich, dass die Leute wahrscheinlich drum betteln werden, es sich selbst anzulegen. Na schön. Wem kann ich das anlegen? Mir völlig wurscht, wem Sie es verdammt nochmal anlegen. Ich teile mit Ihnen das Kopfgeld für jeden Sklaven, den Sie uns bringen. Aber Sie können es den Leuten nicht einfach so überziehen, sondern Sie müssen sie zuerst betäuben. Benutzen Sie dazu den Messer. Sollte kinderleicht sein. Nun gut. Okay, reden wir über etwas anderes. Verdammt. Da dachte ich doch glatt, Sie würden endlich mal den Rand halten. Was wollen Sie denn wissen? Ich gehe. Gut. Die Unterhaltung hat mich sowieso gerade gelangweilt. Ja, natürlich. Ups. Wir sind natürlich wieder überlastet, weil wir einen neuen Gegenstand erhalten haben. Und zwar, wo finden wir den denn? Hier, Mess Metron. Und hier kommen wir... Ach, da ist auch noch direkt einer. Ja, er lässt uns hier wahrscheinlich nicht vorbei. Nehme ich an. Ich warte nur darauf, dass ich angeschossen werde.
Wen haben wir hier? Was? Ich bewache nur das Tor. Was zur Hölle wollen Sie von mir? Keine Ahnung. Sie scheinen mich nicht ernst zu nehmen. Schön, ich habe nur darauf gewartet. Okay. So. Ich habe hier nochmal hier gespeichert. Gut. Folgendermaßen. Gegenstände. Kann ich irgendetwas loswerden? Ja, die Zuckerbomben. Weg damit. Entschuldigung. Ich habe nur irgendwelche Sachen rausgeworfen. Okay, wir haben jetzt anscheinend Paradise Falls gefunden. Ich würde gerne mich hier weiter umsehen in Paradise Falls. Eventuell bringen wir wirklich einen Sklaven hierher. Aber ich würde ja am liebsten einfach das Ganze, alles hier auseinandernehmen und die Sklaven befreien. Denn ich bin kein wirklicher Freund von Sklaverei. Die Republik Dave. Ach du heilige Moment. Ich reise nochmal Richtung Weltkarte Megaton. Und zwar hier unten. Weil ich die ganze Zeit angeschlagen bin, hätte ich noch gerne eine Mütze Schlaf, ja, und Stimpaks.